Ja, ich bin Weltbürger. Das liegt sicher an meiner eigenen Biografie. Als Breslauer geflüchtet, wirklich in den Bombenkriegen, in einer Kleinstadt groß geworden, über die Bibliotheken die Welt geöffnet. Als Schüler bin ich schon nach Nordafrika gefahren. Mit dem VW-Bus sind wir dann, da war ich 17, 18, über die ganzen nordafrikanischen Länder. Also es hat mich immer ins Ausland gezogen, weil ich diese Neugier hatte, wie andere Menschen leben, denken, arbeiten. Und es hat sich immer gelohnt. Ja, ich bin Weltbürger. Dies ist die Geschichte eines Abschieds. Die Geschichte des letzten Jahres in der Laufbahn von Klaus-Dieter Lehmann. Wie weniger hat er die deutsche Kulturlandschaft der letzten Jahrzehnte geprägt. Mit einem erstaunlichen Gespür für den richtigen Moment. Als Chef der Deutschen Nationalbibliothek, als Herr der Berliner Museumsinsel, als Präsident des Goethe-Instituts. Es sind 12 Monate, die anders laufen werden als geplant. Die Geschichte eines dramatischen Jahres. Letzte Dienstreise nach Afrika. Der Präsident des Goethe-Instituts hat einen langen Flug hinter sich. Jetzt ist er in Namibia, der ehemaligen deutschen Kolonie. Geschichte ist allgegenwärtig in Windhoek. Das kolossale Unabhängigkeitsmuseum, eine Bühne für die nationale Erzählung vom langen Kampf um die Befreiung vom Kolonialismus. Das jüngste Kapitel dieser Erzählung heißt Restitution, Rückgabe von Kulturgut. So wie im Fall Hendrik Witbooi, Stammesführer und namibischer Nationalheld im Widerstand gegen die deutsche Kolonialmacht. Symbolträchtig Witbooi's Bibel und Peitsche. Deutschland gab die erbeuteten Objekte jetzt an Namibia zurück. Ein Anfang. Es war nicht nur das Wegbringen von Objekten. Es ist ja im Grunde das Brechen von Personen, von Persönlichkeiten in ihrer Selbstbestimmung, in ihrem Selbstbewusstsein. Kolonialismus kann man nicht beschönigen. Das ist einfach ein Ansatz, den muss man bearbeiten. Und insofern ist jetzt der Zeitpunkt richtig, dass man sich Kenntnis verschafft, dass man mit den Afrikanern in Afrika über diese Erfahrungen redet und sich austauscht, damit die Geschichten auch erzählt werden. Das Goethe-Institut im Zentrum von Windhoek. Eins von 157 weltweit. Das Kulturinstitut der Bundesrepublik Deutschland ist in fast 100 Ländern präsent. Der Auftrag? Deutsche Sprache fördern und kulturelle Zusammenarbeit stärken. Dafür arbeiten 3.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. So wie hier, wo das Team seit Wochen eine große Konferenz vorbereitet. Thema? Wie sieht ein postkoloniales Museum aus? Der Tagungsort liegt am Rande Windhoeks. Katutura, ein ehemaliges Township aus den Apartheid-Jahren Namibias. Die Konferenz ist Teil eines langjährigen Projekts, das die Museumsszene und Kreative auf dem afrikanischen Kontinent vernetzt. Perspective of treating the past not as a closed chapter. Lehmann hat sich in den 12 Jahren seiner Präsidentschaft Vertrauen erarbeitet bei den Partnern in Afrika. Für ihn schließt sich in diesem Herbst ein Kreis. Schon seine erste Dienstreise führte ihn auf den afrikanischen Kontinent in eine andere ehemalige deutsche Kolonie. Rückblick. Tansania 2008. Frisch im Amt bringt Lehmann gute Nachrichten mit. Der jahrelange politisch verordnete Sparzwang ist vorbei. Das Institut in Dar es Salaam, ein Jahrzehnt lang geschlossen, wird wieder geöffnet. We are back to Dar es Salaam. Seit damals ist Afrika Chefsache. Und aus afrikanischer Sicht muss das so bleiben, auch nach der Ära Lehmann. Of course, every person who lives.
Jede Person, die geht, hinterlässt potenziell eine Lücke. Aber ich hoffe, dass auch die Person, die kommt, ein tiefes Verständnis von Afrika hat. Denn Afrika ist komplex und hat tiefe Narben. Deshalb hoffe ich, dass wer auch immer nachfolgt, sensibel und gewissenhaft ist. Jemand, der auch diese Geduld und Leidenschaft für den Kontinent hat. Die koloniale Vergangenheit durchzieht alle Debatten. Auf der Konferenz zeigt sich aber auch das Selbstbewusstsein einer neuen Generation in der Kunst- und Museumswelt. Für Lehmann sind es die vielen frischen Konzepte, etwa zur Digitalisierung, die die Konferenz zu einer besonderen machen. Die Gesellschaft akzeptiert die Prinzipien der alten Museen nicht mehr. Man kann nicht zu einem Publikum kommunizieren, das man nicht versteht. Das mittlere Alter in Afrika ist 19 Jahre. Es ist also höchste Zeit, uns die Frage zu stellen, zu wem sprechen wir? Wie machen wir das? Und auf welchen Plattformen sind sie unterwegs? Abschied von Afrika. Dem Kontinent, der den Blick von Klaus-Dieter Lehmann auf die Welt verändert hat. Ich habe immer furchtbar gefunden, dass man Afrika nur mit Negativmeldungen verbindet. Und ich habe so viel Positivmeldungen erlebt, dass ich einfach der Meinung bin, die muss man mal transportieren. Ich weiß, dass die guten Nachrichten eine Chance brauchen. Die Chance wird sich bald bieten. Zu Hause in Deutschland. Wenige Wochen später, Frankfurter Buchmesse, Empfang des Präsidenten. Die größte Medienschau der Welt ist genau die Bühne, die Lehmann sucht, um über die Erfahrungen aus Windhoek zu reden. 300.000 Besucherinnen und Besucher erwartet die Messe in diesem Herbst 2019. Die Branche vernetzt sich, verhandelt, feiert, debattiert. Die Buchmesse steht wirklich für Meinungsfreiheit und Meinungsvielfalt. Also Buchmesse ist für mich ein gesetzter Termin. Ich baue alles um diese Buchmessetermine herum. Das ist Pflicht und Kür gleichermaßen. Der Messetermin ist immer auch eine Rückkehr zu den Wurzeln seiner Karriere. Frankfurt und die Rhein-Main-Region. Vor einem halben Jahrhundert hat er hier studiert. Physik und Mathematik. Dann die Entscheidung. Der Diplomphysiker wird doch lieber Bibliothekswissenschaftler. Das ist 1968 und Frankfurt eine boomende Metropole. Konsum und Wachstum werden zelebriert in den neuen Einkaufsmeilen wie an der Börse. Mitten in den selbstzufriedenen Wohlstandstraum der Republik bricht der Lärm der Straße. Studentenprotest, Rebellion gegen ein verkrustetes System, gegen Krieg und Kapitalismus. Intellektuellen Rückhalt suchen sie bei den neomarxistischen Denkern der Frankfurter Schule. Die aber lehnen eine gewaltsame Umwälzung der Gesellschaft ab. Auch Lehmann ist kein Revolutionär und die Straße nicht seine Bühne. Aber er will etwas bewegen. An der Frankfurter Stadt- und Universitätsbibliothek bietet sich die Chance. Ich war mit 33 Jahren, hatte ich ja das Privileg, dann Bibliotheksdirektor zu sein. Und da habe ich versucht, die ganze Frankfurter Schule, die kritische Theorie in Frankfurt wieder zu sammeln. Das heißt, ich habe also die großen Nachlässe von Löwenthal, von Herbert Marcuse, von Horkheimer, von Adorno in Frankfurt zusammengeführt, um hier ein Zentrum der Philosophie zu machen. 15 Jahre später kommt Lehmann ganz oben an. 1988 wird er in Frankfurt Direktor der Deutschen Bibliothek, genauer gesagt der westdeutschen Hälfte davon, die andere steht in Leipzig. Zwei deutsche Staaten, zwei deutsche Nationalbibliotheken. Der Kalte Krieg spaltet auch die Welt der Bücher. Als ich 88 Generaldirektor der Deutschen Bibliothek Frankfurt wurde, war meine erste Reise nach Leipzig. Weil ich gesagt habe, das kann nicht sein, dass wir mit gemeinsamen Zielen gegründet, getrennt bleiben. Und dann haben wir in Leipzig diskutiert. Dem Leipzig, das Lehmann Ende der 80er Jahre vorfindet, geht es nicht gut. Vier Jahrzehnte nach der deutschen Teilung befindet sich die einst blühende Buchmetropole im Niedergang. So wie die ganze DDR. Die Macht des SED-Regimes bröckelt.
das Ziel von Lehmanns Reise die Deutsche Bücherei in Leipzig. 1912 gegründet als Gedächtnis der Nation mit dem Auftrag, alle deutschsprachigen Publikationen zu sammeln. Die DDR macht sie 1949 zur Zentralbibliothek des Arbeiter- und Bauernstaats, während in Frankfurt am Main ein westliches Gegenstück entsteht mit den gleichen Aufgaben. Im Herbst 1989 ändert sich alles. Erst in Leipzig, dann in Berlin und im ganzen Land. Hunderttausende gehen auf die Straße. Eine friedliche Revolution, flankiert von Künstlern wie Stefan Heim. Welche Wandlung, als habe einer die Fenster aufgestoßen, nach all den Jahren der Stagnation. Ein Volk befreit sich, die DDR zerfällt. Aus Lehmanns informellen Gesprächen mit den Bibliothekaren in Leipzig wird plötzlich ein politischer Auftrag. Wiedervereinigung einer Institution. Was wird jetzt aus der Deutschen Bücherei in Leipzig? Jörg Räuber ist hier seit 1974 Bibliothekar und bei den Verhandlungen nach der Wende dabei. Er teilt die Angst vieler Menschen in der DDR, zu den Verlierern zu gehören. Wir haben hier in dem Raum, in dem wir uns gerade befinden, gesessen. Hier vorne im Präsidium saß Klaus-Josef Lehmann und seine Partner. Und ich habe irgendwo da hinten auf einem der hinteren Stühle gesessen. Das ist ziemlich deutlich die Erinnerung, dass es erstmal einen kurzen Moment der Stille gab. Und er hat sicher auch damit gerechnet und sagen, wie reagieren die Leute in Leipzig, wenn der große Invasor kommt. Es war aber keine Invasion. Und das hat er relativ gut deutlich machen können. Er sagt, also wir entwickeln hier ein gemeinsames Konzept. Einer seiner ersten Sätze, an die ich mich wirklich noch erinnern kann, war, sagen, das Deutschland, das jetzt entsteht, das große Deutschland, kann sehr gut eine Nationalbibliothek mit zwei Standorten gebrauchen. Nicht Leipzig oder Frankfurt, Leipzig und Frankfurt. Lehmanns Lösung sichert die innere Einheit der Nationalbibliothek. Im März 1990 waren wir uns einig. Und wir haben uns zum Teil auch mit ganz, ganz witzigen Möglichkeiten angenähert. Wir waren zum Beispiel auf der Hälfte der Strecke zwischen Frankfurt und Leipzig in der Nähe von Erfurt. Da haben wir eine gemeinsame Fußballmannschaft gehabt. Das heißt, wir haben immer die Menschen auch hinter ihren Funktionen gesehen und so wurden wir uns vertraut. Als im August 1990 die beiden deutschen Staaten im Berliner Kronprinzenpalais den Einigungsvertrag unterzeichnen, ist der Status der neuen Nationalbibliothek dort fest verankert, mit beiden Standorten. Dann beginnt die eigentliche Arbeit. Der hat einfach immer nach vorne geblickt und dann hat uns alle mitgezogen. Und selbst solche schwierigen Phasen, die er hatte ja nur noch das schwere Problem, hier die ganze Stasi-Überprüfung und auch den Personalabbau zu begleiten. Es war nicht unbedingt leicht und selbst das hat er ja, mit der nötigen Strenge, die man dann für sowas braucht, und ein bisschen härter muss er vielleicht auch dabei sein als Führungsperson, aber trotzdem so verbindlich gemacht. Also es hat sich, glaube ich, keiner so richtig verletzt gefühlt. Und das eine Leistung. Leipzigs Bibliotheksdirektoren seit 1912. Herren der Bücher, in Öl und gerahmt. An der Wand gegenüber, in Schwarz-Weiß, Klaus-Dieter Lehmann. Das Porträt, das ihm sein Freund, der Starfotograf Helmut Newton, widmete, markiert die Zeitenwende und ist offen für Deutungen. Also erstens mal Erdverbundenheit, zweitens mal beansprucht das Bild auch, dass er nach oben strebt und dass er ein Baum von Mann ist, vielleicht. Das spielt auch für ihn eine wichtige Rolle, wie er wahrgenommen wird, ganz klar. Und da merkt man ja auch, dass er ein Gespür dafür hat, wie ein Image funktioniert und auf welche Weise er gut rüberkommt in einem neuen ökologischen Zeitalter. Sichtbeton, Stahl, Glas. Darunter auf drei Etagen das unterirdische Tiefdepot. 30.000 Quadratmeter Bücher. Der lange geplante Neubau der Deutschen Nationalbibliothek für den Standort Frankfurt am Main ist 1997 fertig. Zur Einweihung kommt der Bundeskanzler persönlich, Helmut Kohl, ein Büchernarr. Nach dem Festakt wollte er die Bücher sehen. Und wir sind ins Tiefdepot gestiegen und sind aus diesem Keller gar nicht mehr hochgekommen, weil Kohl war so fasziniert
an den Regalen entlang zu gehen, die ja wie Zeitgeschichte sind, weil sie chronologisch aufgebaut sind. Er zog immer wieder ein neues Buch heraus. Und ich sagte, Herr Bundeskanzler, wir müssen auch wieder mal zu unseren Festgästen gehen. Hat ihn überhaupt nicht interessiert. Ich glaube, wir waren 3 Stunden im Magazin. Das ist Kohl. Der war immer für Bücher zu haben und der war auch immer für die Bibliothek zu haben. Ein Jahr und eine verlorene Wahl später ist der Kanzler Helmut Kohl Geschichte, muss die Macht an Gerhard Schröder abgeben. Regierung und Parlament ziehen von Bonn nach Berlin. Und Lehmann betritt eine neue Bühne als Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, der wichtigste Kulturjob, den die Berliner Republik an der Schwelle zur Jahrtausendwende zu vergeben hat. Mit einer Mission, die das Gesicht der neuen Hauptstadt verändern wird. Und mit Rückenwind aus der Politik. Gerhard Schröder war ein ausgesprochener Anhänger der Museumsinsel. Wir haben ihn nicht dafür dann in Anspruch nehmen müssen, aber zu wissen, dass jemand dieses kulturelle Ensemble als ein Zentrum des geistigen Deutschlands auch sieht, das war für uns ganz wichtig. Auch der nächste Machtwechsel wird sich für Lehmann als Glücksfall erweisen. Mit 68 Jahren wird er 2008 Präsident des Goethe-Instituts. Kanzlerin Angela Merkel kommt persönlich zu einem Antrittsbesuch. Ein Novum und ein Zeichen für die neue Bedeutung auswärtiger Kulturpolitik. Und das war für uns schon wichtig, dass die Kanzlerin quasi zum Beginn meiner Zeit hier in München so deutlich das signalisiert hat. Das waren so meine 3 Begegnungen, die alle positiv waren. Ich bin ja ein unabhängiger Geist und Unabhängigkeit war für mich immer ganz wichtig. Also ich gehöre keiner Partei an, deshalb kann ich immer personenbezogen und sachbezogen reden. Und das war vielleicht auch nicht schlecht. Es sind nicht nur die Regierungen. Für seine Projekte gewinnt Lehmann immer wieder auch das Parlament. Norbert Lammert, damals Präsident des Bundestages und einer der erfahrensten Abgeordneten, erinnert sich an Lehmanns geschickte Balance von Kultur und Macht. In meiner Wahrnehmung, insbesondere der deutschen Kulturpolitik, war er gewissermaßen immer da. Er konkurriert nicht mit Künstlern, was man auch besser in einer solchen Funktion nicht tun sollte. Er tritt auch nicht mit den gelegentlich grenzwertigen Allüren von erfolgreichen Managern auf, sondern er verbindet das eine mit dem anderen und erzeugt auf diese Weise den Konsens, im Inneren und nach außen, der für die Repräsentanz und für die Wirksamkeit solcher Institutionen wichtig ist. Sie hat schon fast alle Preise, die die Kultur zu vergeben hat. 2019 bekommt die Geigerin Anne-Sophie Mutter auch den exklusivsten, den Premium Imperiale. Lehmann ist seit Jahren internationaler Berater der Auszeichnung, die unter Patenschaft des japanischen Kaiserhauses vergeben wird. Gratwanderung zwischen Distanz und Nähe. Sie liegt dem Kulturdiplomaten mehr als zur Schau gestellte Freundschaft, in der Kultur wie in der Politik. Im Zentrum Tokios, zwischen Parks, Palästen und dem legendären Meiji-Schrein, der Meiji-Kinnikan, traditioneller Ort für glanzvolle Feiern und Schauplatz der Preisverleihung. Lehmann kennt sich aus im streng geregelten Zeremoniell, in dem Prinz und Prinzessin Hitachi für kaiserliche Würde sorgen. Johanneses, Excellencies, Distinguished Guests. Der mit umgerechnet 125.000 Euro höchst dotierte Kunstpreis der Welt wird in 5 Kategorien verliehen. Anne-Sophie Mutter ist 2019 Lehmanns Kandidatin. Herr Lehmann, ja, war eigentlich so das ruhende Zentrum in der Mitte, das alles geregelt und allen den Eindruck gegeben hat, im Mittelpunkt des Geschehens zu stehen. Dabei war er sehr wahrscheinlich der im Mittelpunkt von allem stand und die Fäden in der Hand hielt. Winter in Deutschland,
Alltag bei Goethe. In der Zentrale des Kulturinstituts, am Rand der Münchner Innenstadt, startet die Woche mit einem festen Termin. Sie nennen es Präsidentenfrühstück. Ein Austausch auf Augenhöhe, so will es Lehmann. Essenz aus 50 Jahren Führungserfahrung. Ich bin nicht derjenige, der oben schwebt und dann nach unten abgibt. Und Präsidentenfrühstück ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Und das ist im Monat einmal. Jeder kann kommen, muss aber nicht kommen. Und dann wird ein Thema gesetzt, das können sich auch diejenigen aussuchen, die teilnehmen. Und dann reden Leute vom Sprachbereich, vom Kulturbereich, vom Finanzbereich, von weiß immer auch, über diese Dinge gemeinsam. Und dann gehen wir mit dem Gefühl der Gemeinsamkeit auseinander. Und ich habe aber auch wahrgenommen, was an Ideen im Haus vorhanden sind und welche genutzt werden können. Die Zentrale, Arbeitsplatz für 500 Goethe-Mitarbeiter. Deutsche Nachkriegsmoderne. In der Architektur lässt sich auch das Selbstverständnis des 1951 gegründeten Kulturinstituts lesen. Sachlichkeit, klare Linien, Transparenz. Bei Goethe ist das alles mehr als nur Fassade. Ich schätze Herrn Lehmann sehr. Ja? Also vor allem schätze ich, dass er eine Person ist, die eine klare Haltung hat. Eine Haltung, die auf Liberalität, auf der Überzeugung basiert, dass das Zivilgesellschaft wichtig ist, dass wir als Goethe-Institut ja auch eine wichtige Vermittlerrolle spielen und dass er den Mut hatte, diese Haltung auch in die Öffentlichkeit zu tragen. Generalsekretär Johannes Ebert ist der Manager. Von München aus steuert er die Institute weltweit. Gemeinsam mit dem kaufmännischen Direktor Rainer Pollack. Ein eigenes Büro in der Zentrale hat nur Klaus-Dieter Lehmann. Präsident des Goethe-Instituts ist ein Ehrenamt. Eines mit Verantwortung für die Demokratie. Das ist heute wichtiger denn je, findet Lehmann. Wir haben eine Simplifizierung der Dinge. Wir haben auch eine Verrohung in der Auseinandersetzung. Und das macht mir Sorgen. Wir können glaubhaft unser eigenes Institut in der Welt nur vertreten, wenn Deutschland selber in der Lage ist, sich in dieser Weise zu korrigieren und eine freie und liberale und den Menschenrechten verpflichtete Politik zu machen. Der Rassismus ist für uns ein gefährliches Entwicklungspotenzial, das unsere eigene Glaubwürdigkeit anfasst. Deshalb wollen wir auch in Deutschland stärker auftreten in der kulturellen Bildung. Der Mahana Kon Tower ist das neue Wahrzeichen in Bangkok Skyline. Ganz oben verschafft sich Klaus-Dieter Lehmann einen Überblick. Ende Februar 2020 ist er 80 geworden. Wenige Tage später erklimmt er Thailands höchste Aussichtsplattform. 300 Meter unter ihm Südostasiens boomende Metropole. Die Reise an den Chao Phraya River ist seit langem geplant. Dann kommt Corona. Auch wenn die Infektionsraten in Thailand Anfang März noch niedrig sind, die Angst vor einer Epidemie wächst und das neue Virus stellt vieles in Frage. Goethe Thailand feiert das 60. Gründungsjahr mit einem großen Festprogramm. Die Institutsleiterin atmet auf, als der Besucher aus Deutschland jetzt sicher im Boot sitzt. Dass der Präsident des Goethe-Instituts, Klaus-Dieter Lehmann, und seine Frau Lisa in diesen wirklich gerade schwierigen Zeiten durch den Coronavirus nach Bangkok gekommen sind zu unserem Fest, hat uns alle wirklich umgehauen und auch begeistert. Wenn man in dem Alter von 80 Jahren sagt, ihr seid mir so wichtig, dass ich das trotzdem mache, obwohl viele Leute nicht reisen würden im Moment, dann kommt so eine Message bei den Mitarbeitern an. Und ich habe es gespürt, wie gerührt auch unsere Leute waren und was das auch für eine großartige Motivation ist, da weiterzumachen. Mitten in Bangkok ein Stück Mitteleuropa, die Hua Lamphong Railway Station. Seit einem Jahrhundert Verkehrsknotenpunkt der Stadt, erbaut nach dem Vorbild des Frankfurter Bahnhofs.
Das ist eine richtig emotionale Empfindung. In Frankfurt habe ich ja quasi meine Berufskarriere begonnen und ich komme hier nach Bangkok. Und was sehe ich? Etwas kleiner, aber die Architektur, die Atmosphäre des Frankfurter Hauptbahnhofs, das ist ein eigenartiges Gefühl. Das heißt also, am Anfang meiner Zeit und dann an jetzt, wo ich im letzten aktiven Goethe-Jahr stehe, wieder ein Frankfurter Bahnhof in Bangkok, das ist schon sehr emotional. Die historische Wartehalle wird an diesem Morgen zum Pop-up-Konzertsaal. Das Goethe-Institut hat junge Musikerinnen und Musiker aus Bangkok und Köln eingeladen. Gespielt wird Klassik und Modernes, von Bach bis John Cage. Für die Reisenden ungewohnte Klänge. Lehmann taucht ein in die Atmosphäre des Orts. Eine solche Reise auch unter unsicheren Vorzeichen anzutreten, war für ihn keine Bauchentscheidung, sondern ergebnisklarer Analyse. Es gibt Ereignisse, die muss man wahrnehmen als Präsident des Goethe-Instituts. Und das Bangkok-Goethe-Institut, vor 60 Jahren gegründet, ist so ein Ereignis. Es ist inzwischen eines der größten Goethe-Institute in der Welt. Und es gibt eine Erwartungshaltung an mich. Und diese Erwartungshaltung verstehe ich auch. Und deshalb reise ich und zeige mich. Und das ist, glaube ich, auch ein Zeichen und ein Signal für diejenigen, die sich fragen, wie gehe ich damit um. Also ich lasse mich nur sehr präzise beeindrucken, wenn es klare Fakten gibt. Aber nur eine Vermutung reicht bei mir nicht aus. Am Abend wird es offiziell. Eine musikalische Partnerschaft wird besiegelt zwischen dem Goethe-Institut und dem jungen Ensemble der Princess Galiani Musikakademie. Weil die Welt Beethovens 250. Geburtstag feiert, erklingt an diesem Abend vor Bangkoks Klassikgemeinde und deutschen Gästen die 7. Sinfonie. Beethoven war nie in Bangkok, aber Goethe ist da, mittendrin. Das Institut ist heute wichtiger Teil der Kulturszene und will Präsenz zeigen in Asien, gerade in kritischen Momenten. Und das kommt an. Dass es für lange Zeit eine der letzten Partys der thailändischen Hauptstadt sein könnte, mag sich in dieser tropischen Nacht kaum einer vorstellen. Wenn Lehmann reist, ist seine Frau Lisa meist dabei. Inoffiziell und auf eigene Kosten. Sie ist seine wichtigste Vertraute, unterwegs wie im Alltag. Ich habe sehr viel Zeit mit meinem Mann. Das geht morgens um 7 Uhr los, abends gemeinsames Abendessen, jeden Abend. Und dann sitzen wir eine Stunde beim Essen und wird alles ausgetauscht. Er hört meine Sachen zu und ich natürlich seine total interessanten Sachen. Und die Hintergründe und alles, also die Information geht nach beiden Seiten. Und deshalb habe ich da kein Defizit, absolut nicht. Lisa Lehmann hält sich im Hintergrund und ist doch sehr präsent. Die beiden sind sich an der Universität begegnet. Sie war die erste Studentin der Geophysik in Mainz. Ein halbes Jahrhundert ist das jetzt her. Es gibt so eine durchgängige Dynamik. Und mit der bin ich immer noch sehr zufrieden und glücklich. Das ist meine Frau. Goldene Hochzeit und all diese Dinge haben wir hinter uns. Und auch da ist eben eine wirklich für mich wichtige
Beständigkeit. Deshalb könnte ich das, was ich so alles treibe, gar nicht machen. Also wir beide sind wie ein kleines Unternehmen. Die Lehmanns machen sich auf zum Rückflug. Am 28. März erklärt Thailand den Covid-19-Ausnahmezustand. Bangkok geht in den Lockdown. Das Goethe-Institut muss für das Publikum schließen. So wie alle 157 Auslandsinstitute. Corona bringt die Goethe-Welt zum Stillstand. Damit versiegt auch die wichtigste Einnahmequelle, die Sprachkurse. Fast 40% des 440 Millionen Etats sind gefährdet. In Deutschland kämpfen Präsident und Vorstand unterdessen um die Zukunft des Kulturinstituts. Wir haben derzeit wirklich eine existenzbedrohende Situation, was die Finanzen angeht. Und wir sind in ständigen Gesprächen mit Abgeordneten, mit Minister, mit dem Auswärtigen Amt, das uns sehr, sehr hilft. Ich glaube, eines ist gut, dass ich in der Krise noch da bin, dass ich dieses Jahr verfügbar bin, weil ich einfach sehr viele Verbindungen, sehr viele Erfahrungen habe, die ich jetzt einsetzen kann. Also ich glaube, wenn ich als Zuschauer jetzt diese Phase erlebt hätte, dann hätte ich gelitten. Die Bundesregierung handelt schnell und gewährt dem Goethe-Institut Soforthilfe, bis zu 70 Millionen Euro. Der wichtigste Akteur der auswärtigen Kulturpolitik darf nicht zahlungsunfähig werden. Ein Hinweis auf die Wertschätzung für das weltweite Kulturnetzwerk und seinen erfahrensten Kulturdiplomaten. Das Ende der Ära Lehmann fällt ja sozusagen symbolisch in unsere Ratspräsidentschaft bei der Europäischen Union. Und er hat geprägt, was es an internationalen Kulturbeziehungen in Europa gibt, weiterentwickelt wurde oder erst aufgebaut werden musste. Das wird bleiben aus seiner Zeit und dafür sind wir außerordentlich dankbar. Das ist mittlerweile ein fester Bestandteil unserer Europapolitik geworden. Und was auch bleiben wird, ist dieses unermüdliche Engagement und auch die klare Haltung, auch wenn es mal schwierig geworden ist. Das hat nicht nur internationalen Kulturbeziehungen geholfen, sondern das hat auch uns geholfen. Die Goethe-Institute stellen sich auf die neue Normalität ein. Was vor Ort nicht mehr geht, findet jetzt online statt. Sprachkurse, Kulturangebote, ein ganzer Kongress über Kolonialismus. We are digital. Latitude, on air. Cooperation with Reboot FM and Radio Network Berlin. Ein Berliner Frühling kommt und geht. Und ein Sommer. Der Aktionsradius des Präsidenten bleibt klein in diesen letzten Monaten im Dienst. Abgesagte Auftritte und Reisen, Videokonferenzen. Spätsommer 2020. Rückkehr auf die Berliner Museumsinsel. Der Ort, den Lehmann so entscheidend mitgestaltet hat in den Jahren um die Jahrtausendwende, als die alte, neue Hauptstadt wieder Weltstadt wurde. Der Museumskomplex, einer der bedeutendsten der Welt, hat seit 2019 ein neues Eingangsportal, die James-Simon-Galerie. Der moderne Entwurf aus dem Büro des Star-Architekten Chipperfield. Zu Lehmanns Zeiten als Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz hoch umstritten, heute gefeiert. Die James-Simon-Galerie bindet sozusagen die Gebäude zusammen und hat damit auch eine deutliche Akzeptanz bei der Bevölkerung. Es ist einfach ein gastlicher Ort, in dem man gerne geht und der alle Verbindungen schafft. Und das Witzige war ja, dass die Berliner immer den Eindruck hatten, das ist ein Tempelbezirk, den darf man nicht verändern. Das ist Unsinn gewesen, denn Schinkel hatte hier schon ein Packgebäude, das heißt, es gab ein sechstes Gebäude. Wir haben nur das gemacht, was im 19. Jahrhundert schon mal vorhanden war, aber mit unseren Mitteln, modern und mit Zitaten für die Gebäude. Säulen von heute als Antwort auf das 19. Jahrhundert, auf die Bauten der preußischen Architekten Schinkel und Stühler. Auch nebenan im neuen Museum. Altes fügt sich in das Neue ein und bleibt doch erkennbar. Die moderne Treppenhalle erinnert an die Aufgabe, mit der Lehmann Ende der 90er Jahre konfrontiert war.
Das grandiose Ensemble von 5 Museen war UNESCO-Welterbe und gleichzeitig Sanierungsfall. Also musste renoviert werden, modernisiert, wiederhergestellt, neu geordnet. Die Museumsinsel wurde zur Großbaustelle und Lehmann für Jahre zum obersten Baumeister der Kulturnation. Wir haben 1999 den Masterplan für die Museumsinsel verabschiedet, dem alle Museumsdirektoren zugestimmt haben und der bis heute Bestand hat. Das heißt, es ist meine Handschrift, das ist sicher der Fall. Aber was ich glaube, was ich kann, ist, ich hole wirklich alle ins Boot. Das heißt, wir konnten ein neues Museum, Bode-Museum, alte Nationalgalerie in der Zeit bauen und konnten auch im Geld bauen. Das neue Museum ist das Meisterstück des Sanierungsprojekts. Im Zweiten Weltkrieg beschädigt und teilweise zerstört, wird der Bau behutsam rekonstruiert, nach Plänen des britischen Architekten David Chipperfield. Prunkstück ist der sogenannte Niobidensaal, den der Architekt des preußischen Königs Friedrich August Stüler Mitte des 19. Jahrhunderts mit Motiven der Antike dekorierte. Hierher führte Lehmann jeden, den er für seine Pläne gewinnen wollte. Es ist ein wunderschöner Raum. Die Proportionen stimmen. Griechenland ist da, Terrakotta, die großen Denker. Aber es ist ein geheimnisvoller Raum. Es ist, glaube ich, man kann es schon sagen, es ist ein magischer Ort. Und diese Magie habe ich schamlos ausgenutzt, um insgesamt das Konzept der Museumsinsel in eine positive Wandlung auch finanziell zu bringen. Immer an Lehmanns Seite Peter Klaus Schuster, damals Chef der Staatlichen Museen Berlin. Ein Jahrzehnt lang setzten sie gemeinsam ihren Masterplan Museumsinsel durch. Ja, er war ein genialer Stratege auch nicht. Meine, er hat die Bundestagsabgeordneten über die Museumsinsel geführt bis zum Exzess. Und er ist ein großer Motivator und er ist das, was man einen Kulturdiplomaten nennt. Und er war ein Gremiengenie. In einer Versammlung ging Klaus-Dieter Lehmann rein und alle waren dann zum Schluss doch seiner Meinung. Und das hat er wunderbar gemacht. Er war sehr elegant und sehr effizient. Lehmann scheint fast alles zu gelingen. An der Spitze von Deutschlands größter Kulturinstitution, der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Unter ihrem Dach werden einzigartige Sammlungen verwaltet. Archive, Forschungsinstitute und Bibliotheken. Ein Schatz von Abermillionen Objekten. Das berühmteste ist die Büste einer 3000 Jahre alten Königin des alten Ägypten, Nofretete. Auch jetzt, über ein Jahrzehnt nach seinem Abschied von der Museumsinsel, zieht es Lehmann zu ihr hin, seiner Nebenfrau, wie er sagt. Also man kommt hier aus dem Niobidensaal, ist erfüllt von der Schönheit des großen Raums und dann kommt man in einen Raum, der ausschließlich und nur Nofretete gehört. Mit einer wunderschönen grünen Farbe, die an den Nil erinnert und die sich widerspiegelt in dem Kopfschmuck. Auf dieser Insel der Weltkulturen, seiner wohl wichtigsten beruflichen Station, wirkt Klaus-Dieter Lehmann ganz bei sich selbst. Abschied liegt in der Luft. Eine Karriere geht zu Ende, die Kapitel für Kapitel mit der deutschen Nachkriegsgeschichte verknüpft ist. Nicht nur er hat ein Gespür gehabt, für was ist das Richtige im richtigen Moment, sondern die Zeit hat auch ein Gespür gehabt dafür, hier ist der richtige Mann für das, was sich jetzt im Moment abspielt. Lehmann war der Richtige, jahrzehntelang. Ein Grenzgänger in der Kulturnation genauso zu Hause wie in der Weltkultur.
Was er angestoßen hat, führen andere fort. So wie das Humboldt-Forum, ein internationales Kulturzentrum und Museum, das im wiederaufgebauten Berliner Schloss entsteht. Der Kulturdiplomat als letzter seiner Art? Also ich würde mich nicht als Dinosaurier sehen, der jetzt ausstirbt. Ich glaube, es wird eigentlich verstärkt wieder der Typus kommen, der diese motivierende Art, der diese gemeinsame Teamfähigkeit hat. Ich glaube eher das Gegenteil und nicht den aussterbenden Typus für mich. Und wenn ich ein Beispiel sein konnte, dann doch der, dass man mit dieser Art von Umgehen miteinander viel erreichen kann.